abonniert mich für mehr Content, der wohl nächste Zeit auch ein wenig frequentierter kommen wird. Ja. Ich bin der Jassen, ich bin absolut zurückgeblieben, ich kann meine Kuh an einer Hand abzählen und ich habe 3 Monate keine Videos mehr gemacht. Ich hoffe, ihr habt mich nicht zu sehr vermisst. Also jetzt mal schnell ohne degenerierte Stimme. Ich hatte einfach keinen Bock, Twitter ging mir auf den Sack und ich brauchte einfach mal eine kleine Pause. Aber nun werden wieder Videos kommen und ich mache mal lieber keine Versprechungen wie regelmäßig, aber es werden wieder Videos kommen bzw. erscheinen. Naja, ich will jetzt auch ungern das Ganze in die Länge ziehen, daher noch einmal nebenbei Dankeschön für 100 Abonnenten, yay, vielleicht verlose ich einen signierten Backstein oder so, mal gucken. Auf jeden Fall vielen Dank an alle Abonnenten da draußen für die schon relativ große Unterstützung, trotz bisher vergleichsweise wenig Content, ja, danke. Und nun, kommen wir mal wieder zu Thüringen. Keine Lust, das nochmal auszuschlachten, also hier eben eine Zusammenfassung der Ereignisse im Schnelldurchlauf. Bodo Ramelow sollte Ministerpräsident werden. Stattdessen wurde Kemmerich von der faschistischen FDP mithilfe der Faschisten gewählt. Er hätte nun ein Held sein können, hätte er Nein gesagt. Damit der einzig wahre Bodo natürlich wieder regieren kann. Alles andere wäre auch Nazi. Kemmerich hat die Wahl aber angenommen. Mutti war sehr sauer. Deswegen wurde gleich auch noch Christian Hirte entlassen, der es wagte, Kemmerich zu gratulieren. Ein Gut auch von der lieben Luisa. Nun war es an der Zeit, gegen die Faschisten zu kämpfen, Kemmerich und seine Kinder zu bedrohen, bis er sich dem Druck beugt und endlich abtritt. Scheiß Nazi. Das war dann auch Gott sei Dank der Fall. Es kann jetzt viel geweint werden, bis die armen Rot-Rot-Grünen wieder ihren Willen bekommen, der Bodo MP wird und alle wieder glücklich sind. Alles andere wäre ja auch antidemokratisch, weil die Roten sind halt die oberste Moral, ne? Und damit herzlich willkommen zu der 5. Folge von Twitter Bullshit. Ja, wir wollen heute keine Zeit verlieren und dumme Scheiße durchlesen. Los geht's. Fangen wir doch am besten mal mit unseren geliebten Politikern an. Da wäre zum einen die Kati. Die Kati Göring-Eckardt von den Grünen. Der Rücktritt von Herrn Kemmerich ist die einzig richtige Konsequenz. Es ist nun an der CDU, die zügige Wahl von Bodo Ramelow zu ermöglichen. Perspektivisch braucht es aber stabile politische Verhältnisse durch Neuwahlen in Thüringen. Ach, ich liebe diese Frau. Sie ist einfach so wahnsinnig intelligent. Ich meine, sie sagt es schon richtig. Die CDU hat keine Wahl. Entweder sie wählt jetzt den Bodo, oder sie sind halt Kack-Nazis. Als nächstes haben wir unsere allseits beliebte Saskia Esken von der grandios erfolgreichen SPD. Es ist doch ganz einfach. Es muss egal sein, wie die AfD abstimmt. Ja, genau, so muss das auch sein. Die AfD muss man immer ausschließen. Und egal wie viel Bürger sie wählen, die AfD ist antidemokratisch. Sie ist zwar per Definition als legitimierte Partei demokratisch, aber wenn wir von der SPD mit der Deutungshoheit sagen, das ist sie nicht, dann ist sie das auch nicht, verstanden? Zudem sagt die Saskia Esken auch noch ganz richtig, die Koalition im Bund ist sich einig, Thüringen muss geheilt werden. Ja, ihr seid nämlich alle krank, ihr scheiß AfD-Wähler. Krank im Kopf seid ihr, hört ihr das? Ach ja, ist das ganze Theater in Thüringen wieder lustig. Kommen wir zum nächsten. Hadi ist 18. Seine Eltern kommen aus dem Irak und der Ukraine und er kandidiert in Billstedt für die FDP. Sowas ist einfach zum Kotzen und die echten Nazis lachen sich ins Fäustchen. Und was heißt die richtigen Nazis? Die FDP sind jetzt auch richtige Nazis seit der Thüringenwahl. Hier in den Kommentaren auch was ganz Passendes gefunden dazu. Frank meint,
Niemand lacht da, abgesehen von der Antifa. Straight from the Madhouse reagiert richtig. Es ist nicht unbedingt lustig, aber es ist richtig, wenn Leute Verantwortung für ihre Taten übernehmen müssen. Wer für die FDP kandidiert, der kann auch seine Plakate beschmiert bekommen. Frank entgegnet wieder: Wenn sie dir das Auto beschmieren, ist das auch nicht lustig. Aber nach der Argumentation wäre das okay, wenn dich jemand zur Verantwortung ziehen möchte. Straight from the Madhouse wieder ganz richtig. Verantwortung für was? Wenn ich ein neoliberales Arschloch wäre, würde ich mich nicht beschweren, wenn jemand das Auto beschmiert. Bin ich aber nicht. Ja, so sieht's aus, Leute. Und am Ende kann man ja auch noch mal ein bisschen Gewalt und Gesetzesbrüche legitimieren, indem man sagt: Natürlich habe ich ein Problem mit unserer Rechtsordnung. LMAO, wie privilegiert musst du sein, wenn du das nicht hast? Gesetze sind nicht Moral und die meisten Gesetze sind nur ein Mittel von Regierung und Reichen, um alle anderen zu unterdrücken. Ja. So. Oh Gott, wenn ich schon dran denke. Als nächstes kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten. Eine kleine Diskussion zwischen dem Kilian Peach und der Ursula Bub. Die Ursula Bub fragt, mal ganz nüchtern gefragt, was war eigentlich so schrecklich an den 5 Jahren Regierung Rot-Rot-Grün? Bitte komm mir nicht mit SED und so, Konkretes. Kilian Peach entgegnet, darum geht es nicht, ich bin auch kein Thüringer. Nehmen wir aber mal diesen höchst unwahrscheinlichen Fall an, dass ein Bürger keinen Linken zum MP machen will. Wen wählt er jetzt? Ursula Bub? Grün! Ja. Genau das dachte ich mir auch. WTF, die wollen mit Ramelow Alter regieren. Spekulierst du darauf, dass sie die Linken überflügeln könnten? Ursula Bub entgegnet wieder. Bitte lass mich in Frieden und hör mit diesen Provokationen auf, ich blocke sonst. Ja, sie blockt sonst, kapiert? Ja. Ach ja, ich liebe Twitter für sowas. Zum Schluss noch einmal ein bisschen ernster. Und zwar gibt es diese gewissen Dünnbrettbohrer, die Leuten Dinge vorwerfen, doch dann selbst die gleiche Scheiße abziehen. Das Traurige ist, diese Leute merken nichts mehr, rein gar nichts, quasi hirntot. So wie Sophia Maria unter dem Hashtag Doppelmoral. Sollte die AfD geschlossen für Ramelow stimmen, wird er die Wahl annehmen, mit dem Argument, dass man solchen Querulanten, die es offenbar auf die Demokratie abgesehen haben, nun Grenzen aufzeigen muss, wofür er höchstpersönlich als MP sorgen wird. Ja genau, das macht sehr viel Sinn. Die FDP sind die größten Faschisten, wenn sie die Wahl annehmen, welche sie nur gewonnen haben aufgrund der AfD. Wenn das den Linken passiert, dann ist etwas ganz anderes. Genau, das ist ganz anderes. Die dürfen das. Ach ja, es wirkt wirklich fucking nochmal so, als ob man keine Wahl hat in Thüringen, jetzt die Linken zu wählen oder ein Nazi zu sein. Und das nennt sich Demokratie heutzutage. Ja. Und da hilft es Kemmerich auch nicht, dass er in seiner Antrittsrede als Ministerpräsident beteuerte, dass er mit den radikalen Kräften von rechts sowie links nicht zusammenarbeiten möchte und der CDU oder SPD sowie den Grünen eine Zusammenarbeit anbietet. Nein, aber er ist jetzt halt einfach ein Faschist, ne? Also ein Kack-Nazi. Ach ja, was ist nur mit Deutschland 2020 los? Wieso frage ich eigentlich überhaupt? Wenn die Bundeskanzlerin schon davon redet, dass Wahlen rückgängig gemacht werden müssen, stimmt so einiges nicht. Oder dass es schon verdammt nochmal ausreicht, wenn man auch als liberale Partei nur gewählt wird von angeblichen Faschisten, dass irgendwelche Linke sowie der liebe Bodo Ramelow direkt an Konzentrationslager denken müssen. Verdammte Scheiße, ist das deren Ernst? Was eine Verharmlosung des Holocaust. Reinste Realsatire. Aber damit würde ich sagen, war's das für heute. Ich denke, es werden mehr Videos kommen. Ich versuch's zumindest. Und bis dahin, ciao, schöne Zeit und verpisst euch.